Sweepen klingt ein bisschen komisch, ist aber ganz sicher nichts Unanständiges. Ich hab dich sweep. Nein, Sweepen ist eine EQ-Technik, um störende Resonanzen einfacher zu finden und zu beseitigen. Gerade Anfänger und Wiedereinsteiger bekommen mit dem Sweepen eine leicht verständliche und einfach zu handhabende Technik, den Equalizer gezielt, aber eben nicht übermäßig einzusetzen. Willst du in Zukunft einfacher und gezielter EQen? Dann erfährst du jetzt alles, was du wissen musst zum Thema Sweepen in deinem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Ja, Sweepen, das ist eine der modernen Methoden, wie man in einer DAW einen Equalizer bedient. Einen Equalizer wie zum Beispiel hier diesen Pro-EQ von Studio One. Und damit kann man sowohl unangenehme Frequenzbereiche im Signal identifizieren, als auch Bereiche identifizieren, die man vielleicht schön findet und ein bisschen überbetonen möchte. Aber wo man noch nicht so genau weiß, wo der genau liegt, dieser Bereich, kann man über eine Überbetonung oder eine Unterbetonung sofort herausfinden, ob das Ganze genau dem Geschmack entspricht, den du von diesem Signal hast. Und wir hören mal kurz in diesen Drumloop rein und ich sag dir mal, was ich da höre, wo ich welche Optimierung machen möchte. Es gilt ja immer auch hinzuhören. Ne? Man soll ja einen Equalizer nicht einsetzen, wenn man ihn eigentlich gar nicht braucht. Einfach nur zu suchen mit der Sweep-Methode. Du wirst immer was finden, macht keinen Sinn. Also setz den Equalizer sowieso nur ein, wenn du ihn brauchst. Aber wir hören mal rein, was ich hier höre. Der Groove ist wirklich cool. Ich höre schon die ganze Zeit düt, 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 düt. Diesen Michael Jackson Bass. Aber das nur am Rande. Also was habe ich gehört? Ich habe bei diesem Beat auf der einen Seite gehört, dass ich bei den Hi-Hats oben, dass ich da ein bisschen mehr Klarheit haben möchte. Da würde ich also gerne in irgendeinem Bereich ein bisschen mehr anheben. Und ich habe gehört, dass es einen Bereich gibt, wo der Raum auf die Snare und auf die Bassdrum reagiert. Da macht das Signal immer so ein bisschen hu, hu, hu. Wenn die Bassdrum spielt und wenn die Snare zusammen spielen, dann macht das immer so hu, hu, hu. Und diese beiden Bereiche gilt es jetzt einfach mal zu identifizieren. Sweepen ist sehr einfach. Du nimmst einfach hier irgendein Band von so einem Equalizer, nehmen wir mal das gelbe Band hier, hebst es ein bisschen an. Kannst es natürlich auch mit den Reglern hier machen, indem du jetzt einfach hier den Gain hochschiebst. Aber ich mache das gerne mit der Hand, direkt mit der Maus und kann dann direkt hören, was hier passiert. Denn dieser überbetonte Bereich, den wir jetzt hier haben, der wird natürlich einen Effekt haben auf das, was wir hören. Und wir gucken jetzt erstmal, ob wir den Bereich finden, der mir, wenn ich ihn überbetone, immer noch gut gefällt bei den Höhen. Und den nehmen wir dann zum Anheben, um das Signal ein bisschen klarer zu machen. Also ich stelle hier nochmal auf 0, lasse den Loop laufen und wir hören mal. Hier ist es nicht so schön. Hier. Ungefähr hier. Das ist natürlich jetzt viel zu viel. Ich habe angehoben 6 dB, das wäre mir also zu viel. Ich hebe mal so 2 dB an, damit ich so dem Bereich so ein bisschen hier betonen kann, ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Brillanz reinbringe, ohne dass ich es jetzt überbetone. Und beim Anheben, es gibt 2 Regeln für einen Equalizer, beim Anheben solltest du durchaus eher breitbandiger arbeiten. Das heißt, der Q-Faktor hier auf der linken Seite, die Qualitätsstufe von deinem Filter sollte möglichst in einem Bereich sein, dass das eher breitbandig ist. Das heißt also, der Q-Wert ist eher niedriger. Und beim Absenken von störenden Frequenzen, da kannst du auch durchaus schmalbandig, also wie mit einem Skalpell vorgehen, also den Q-Faktor ruhig hochdrehen auf eine hohe Zahl, dann wird das Band sehr schmal. Aber beim Anheben eben eher breitbandiger bleiben und beim Absenken kannst du dann breitbandiger oder schmalbandiger quasi mit dem Skalpell arbeiten. Hier haben wir jetzt mal leicht angehoben und wir hören mal kurz den Unterschied. Mach den Equalizer auch mal aus. Es ist subtil, aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Man sollte ja möglichst viele kleine Schritte machen. Und wenn du jetzt nicht ein Mega-Problem identifizierst in deinem Signal, dann können solche Moves durchaus dazu führen, in der Addition von den ganzen anderen Signalen, dass insgesamt der Mix mehr und mehr zusammenkommt. Störfrequenzen herausfinden ist auch eine Methode, die man mit dem Sweepen durchaus machen kann. Das heißt, du hast ein Signal, wie ich jetzt gerade hier zum Beispiel bei dem Loop identifiziert, dass du hörst, da ist ein Problem, irgendwo wummert es da zwischen, was weiß ich, 100 und 300 Hertz, wummert es rum. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Dann ist Sweepen die perfekte Methode dafür. Und auch das machen wir mal mit dem orangenen Band hier. Hören wir mal. Hier ist die Bassdrum. Und
Und hier merkst du jetzt, wir nähern uns dem Bereich an. Das macht immer mehr durch die Überbetonung von diesem Band, macht es hu, 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 hu. Und ich stelle den Q-Faktor hier jetzt mal auf dieser Stelle, stelle ich mal ein bisschen schmaler ein, stellen wir den mal auf 3. Nicht zu schmalbandig werden, aber wir wollen ja genau diesen Bereich identifizieren, wo halt wirklich dieses Atmen des Raumes quasi zu hören ist. Hören wir nochmal. Hier ist nämlich in diesem Bereich, bei 212 Hertz, ist es zum Beispiel so, dass das Hu hauptsächlich kommt, wenn die Snare spielt. Das heißt also, das ist eher der Grundton von der Snare. Wenn ich aber ein bisschen tiefer gehe, so ungefähr hier, dann macht es bei jedem Schlag der Bassdrum, bei jedem Schlag der Snare macht es Hu, Hu, Hu. Und das ist die Raumresonanz, die ich ein bisschen abmildern möchte. Das heißt, wir haben jetzt auch hier wieder eine starke Überbetonung. Und jetzt nehme ich hier einfach auch mal 3 dB raus. Dann gucken wir mal, was passiert. Minus 3 dB. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt mit diesen 2 kleinen Moves unseren Loop schon ein bisschen verbessert haben. Hören wir nochmal. Ja, ich mache das Low Frequency Band nochmal aus. Also, ist auf jeden Fall in meinen Ohren deutlich aufgeräumter, aber es gilt natürlich auch immer die Entscheidungen, die man vor allem beim Sweepen trifft, auch nochmal im Mix zu überprüfen. Das heißt, wenn du jetzt hier dich Signal mit einem Signal in Solo auseinandergesetzt hast, dann ist es wichtig, dass du das hinterher nochmal im Mix überprüfst, denn was in Solo vielleicht gut klingt, kann durchaus auch im Mix dann kontraproduktiv sein, weil es vielleicht interagiert mit anderen Signalen. Deswegen diese Entscheidung, die du jetzt hier vielleicht Solo gemacht hast in einem Signal, immer nochmal im Mix überprüfen. Nimm also einfach den Equalizer, mach ihn aus, mach ihn an, und wenn sich das Signal dadurch eher verbessert als verschlechtert, verschlechtert wäre doof, ne? Eher verbessert, dann hast du genau die richtigen Einstellungen gemacht. Wenn dann plötzlich irgendwelchen anderen Schwierigkeiten auftauchen, dann musst du vielleicht nochmal einstellen oder die Sweep-Methode sogar im Zusammenhang nutzen, vor allem bei Anhebungen, die du machst. Also gerne auch mal im Zusammenhang alles spielen lassen und dann mit dem Equalizer ins eigene Signal einsteigen. Aber wir hören jetzt nochmal im AB-Vergleich, wie die beiden Signale gegeneinander klingen. So ist es ohne. Ein bisschen klarer, ein bisschen aufgeräumter, genau das, was wir beim Equalizer wollen. Und mit Sweepen kannst du genau das herausfinden. Wo sind die Problembereiche? Wo sind die Bereiche, die mir gut gefallen? Sweepen, eine Methode, mit der du jedes Signal auf jeden Fall bearbeiten kannst. Wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Steig nicht zu stark ein, benutze keinen Equalizer, wo du nicht den direkten das direkte Bedürfnis hast, was zu reparieren. Man soll nichts reparieren, was nicht kaputt ist. Und falls du dich dafür interessierst, welche 3 Frequenzen bei einem Bass zu bearbeiten sind oder zumindest wichtig sind, dann schau als nächstes in dieses Video rein, da wirst du alles erfahren. Da sehen wir uns dann gleich. Bis dahin, mach's gut und Yassou!